Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Blog und in meinem Video. Hier ist der Grill-Depp. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr seht, sind wir heute unterwegs im Auto und zwar geht es zum Barbecue Day beim Grillshop Madlener, der in Dornbirn ist. Ich freue mich schon, das Wetter ist zwar nicht so wirklich rosig, aber es wird einige schöne Sachen geben. Seit einigen Jahren heißt der Madlener Grillshop in Dornbirn den Frühling mit dem Barbecue Day willkommen und eröffnet somit auch die Grillsaison für all diejenigen, die nicht den Mut haben, im Winter das Sportgerät anzuschmeißen. Scherz beiseite, am Barbecue Day zeigen alle Hersteller, welche beim Grillshop vertreten sind, ihre Neuheiten für das Jahr 2016. Darunter Marken wie Napoleon, Memphis, Grillson, Cactus Jack und viele andere Hersteller. Nebst den Grillherstellern waren auch Hersteller von Grillutensilien sowie regionale Spezialitätengeschäfte vor Ort. Hier konnte ich einige Neuheiten für mich entdecken. Oder wusstet ihr, dass es auch Birkenzucker gibt? Also, ich bis dahin noch nicht. Natürlich durfte an einem solchen Barbecue Day ein Wettbewerb nicht fehlen, an dem man einen Grill gewinnen kann. Was denn sonst? Doch die Aufgabe, um diesen Grill zu gewinnen, war alles andere als leicht. Ziel war es, sich innerhalb von 20 Sekunden am Boden liegend aus dem Würgegriff des Gegners zu befreien. Und genau hier lag das Problem, denn der Gegner war nicht irgendwer von irgendwo, nein, es war Laurin Böhler. Silbermedaillengewinner bei den Junioren-Europameisterschaften in Judo und Olympiahoffnung für 2020. Chancen? Naja, wer nicht wagt. Nebst zahlreichen Highlights an diesem Tag war der Höhepunkt sicherlich die Buchpräsentation von Tom Heinzles neuem Werk aus dem Smoker. Grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Ja, ich bin so schön, ich bin so schön, dass so viel da sind. Vielen Dank. Bis dann. Ja, okay. Da haben wir schon gehört, 3 Grillbücher sind bereits auf dem Markt. Das 4. Grillbuch ist jetzt veröffentlicht. Was ist denn dein Ansporn, zum so ein Buch überhaupt geschrieben, oder was war es bisher? Ja, es ist ganz sicher so, dass ein Ansporn sicher der Erfolg von der Winterbrille ist. Wir haben, also das Wintergrill, das ich rausgebracht habe vor 3 Jahren, ist extrem gut eingeschlagen. Es sind vor allem die schrägen Rezepte, die wir finden, sind ganz gut angekommen. Vor allem in der Grillwelt hat es eigentlich die sehr kleine Grille fast wieder auf den Kopf gestellt. Ne? Das zweite Buch, das Wilde Griller, war von der Anerkennung der größte Erfolg bis jetzt. Und das ist natürlich auch mal angesprochen. Es ist das beste Barbecue-Buch Deutschlands gewählt worden 2015 und hat im Juni letztes Jahr die Wahl zum Best Barbecue Book of the World gewonnen. Und das war für mich ein Riesenerfolg und krönt ist das Warren auch, das ist ein Auszeichnungswetter von der Gastronomischen Akademie in Deutschland für ein besonders nachhaltiges Werk zum Thema Wild. Und für mich war es immer ein Ansporn, so ein Buch so zu machen, dass jeder Respekt davor hat, dass man das ganze Thema abdecken kann, dass man wichtige Infos geben kann zur artgerechten Tierhaltung, zu wertvollen Lebensmitteln und dass einfach ein Standardwerk entsteht und das ist schön. Darum ist es so ein richtiger Ansporn, so immer wieder neue Geschichten dazu. Ne? Zuhören und zuschauen, wie andere ihre Fleischstücke in den Grill, Smoker oder Ofen hauen, macht hungrig. Also musste auch das Beißwerk etwas Beschäftigung erfahren. Und was wäre ein Barbecue Day ohne Barbecue? Richtig, ein ganz einfacher und beschissener Tag wie jeder andere auch. Da ich noch nie Pulled Pork in meinem Leben hatte, wurde es nun endlich Zeit dafür. Also entschied ich mich für das Pulled Pork im schwarzen Brot und Kraut dazu. We'll be right back.
diesen Bildern verabschiede ich mich und wünsche euch allen ein tolles Weekend. Habt's gut und verbrennt euch nicht. Euer Grilldepp.